Yo, Freunde, was geht? Bei mir geht wie so einiges, oder beziehungsweise bei uns. Wir gehen jetzt heute einkaufen. Wir haben jetzt ab morgen 5 Tage harte Partyzeit bei uns in Vechter, zwar Stoppemarkt. In 3 Tagen ist meine Gymparty auch. Und es kommen viele Leute zur Gymparty. Einige pennen auch bei uns und wir gehen jetzt einkaufen für uns. Und ja, bringen auf jeden Fall noch eine heftige Sache an Pfand weg. Ja, wie gesagt, Einkauf ist jetzt am Start für euch. Also viel Spaß mit diesem Video. Peace out. So, wir haben 2 Kisten voller Pfand und 2 riesenblaue Säcke auch voller Pfand. Was schätzt ihr, wie viel das wert ist? Es geht nicht zu. Scheiße. Vielleicht jetzt. Geh zu. Nice. Baby, jetzt ist es zu, hey? Ich weiß. Ich warte jetzt, ja? Nein, aber nicht. Baby, klar warte ich jetzt. Wollen wir rechts, links machen oder was? Hä? Wollen wir rechts machen? Guck mal, was da steht. Gib mal was her. Guck mal, was da steht. Ach so. Vorübergehend geschlossen. Ah, hey. Ja. Wer lesen kann, ist ein Vorteil, ne? Da hast du recht. Wer lesen kann, ist ein Vorteil. Ja. Ja. 2000 Jahre später. Wir neigen uns zum Ende. Wir neigen uns zum Ende. 130 Flaschen ungefähr werden wir haben. 35 Euro sind das jetzt ungefähr. 36 Euro. Oh, genau 130 Flaschen, 36 Euro 16, Leute. So ist wieder. Mio Mio Matte. Anders. Ich will gleich mehrere Kisten, ja. 2 davon und ich will noch einen mit Lemon. Ja. Naturell, der ist ohne Konserve. Ja, brauchen wir nicht. Nee, natural ist ja auch scheiße. Naturell ist natural nicht scheiße. Natural ist immer scheiße. Nö, das ist eigentlich viel besser. Finde ich, persönlich. Entschuldigen Sie? Entschuldigen Sie? Ja. Was machen Sie da? Was guckst du denn da? Was, hier ist nur Alkohol. Ja, das brauche ich ja. Ganz viel. Ah. Die nächsten 6 Tage. Naja, das stimmt. Nur Alkoholiker. So Leute, wir gönnen uns jetzt hier schön Bio-Limette. Bio ist immer gesund hier. Komm. Wo ist denn Bio-Limette? Der Digga Potti überall. Aber das ist Wellness. Wellness ist Entspannung. Das ist Entspannungswater. Willst du nicht das richtige Gelbe holen? Das ist jetzt die grüne Zitrone, ne? Das ist Bio-Limette. Und hier ist noch eine helle Zitrone. Das ist Wellness. Guck mal, hier sind viel mehr Vitamine, die wir nur Bio haben. Okay. Komm, du doch. Oh, nee. Nee. Leute, die sagt halbe Fanta, halbe Cola. Das ist ja fast nur Fanta hier. Ist doch halb jetzt. Ja. Nee, ist doch halb Cola. Ja, aber es gibt noch mehrere Cola, es gibt noch mehr als Cola Zero. Ja, dann nimm doch noch andere. Cola Vanille. Dann hol doch Cola jetzt das, die Cola 3 Sorten noch. Die gibt's auch noch. Brauchen wir nicht zweimal. Ich will aber zweimal haben. Du kriegst das doch alles ähnlich aus der App her. Man kann doch drin, was ich will. Toll gerade. Na, fertig. Toll. So, das ist jetzt der Pfand, der jeden Monat so circa und alle 2 Monate, sagen wir mal lieber alle 2 Monate, rausgeht an Euros, an Pfand. Und ja, davon geben wir uns dann jedes Mal wieder die ganzen Getränke hier. Ich kann das auch machen, ne? Aber du bist eine starke Frau, oder? Ach doch, ja, bin ich, der kannst du.
Deine Mio Mio Matte da. Mitnehmen? Das können wir auch noch, hätten wir auch noch abgeben können. Können wir immer hinlegen. Aber Leute, hier ist alles voll Süßigkeit. Ich bin ja Diät, ich hole mir natürlich nichts, wie vorbildlich ich bin. Ja, aber hier. Die ist die Naschexpertin, Manina Sippek. Ja, was hast du dir ausgesucht? Noch gar nichts. Gibt's nicht, was ich will. Wieder überall Schoki, ne? Aber nicht das Richtige für mich. So, Schokobons White sind auch da. Boah, Leute, geil, Alter. Haribo Lakritzschnecken, das habe ich schon immer mal. Oh, und auch noch vegan. Alter, ohne Scheiß. Wer mag Lakritz? Ich auf jeden Fall nicht. Peach Party. Ey, Leute, hier, Shio Mikrowellen Popcorn mit Physikgeschmack. Baby, nimm mal bitte mit, ich probiere. Noch was? Was ist das? Karamell. Ja, das schmeckt ja wie Standard. Mm-hmm. Hier, hol mal das, ey. Lass mal probieren. Das schmeckt eh nicht. Weißt du ja nicht, vielleicht wird's ja gut. Ach, was hast du denn gleich wieder? Ah. Oh, Leute. Die hier finde ich so nice. Die hier sind so nice, Leute. Ohne Scheiß, Mann. So alles, was sauer ist, ist richtig nice. Knusper. Nuss-Nougat-Müsli. Hört sich ja lecker an, ne? Nachmacher. Leute, lass uns nicht verarschen davon. Nur weil der Pudding draufsteht, heißt nicht, dass es gute Werte hat, ne? Doch, besser als... Ist besser als das Original, ja, aber Kalorien sind gleich. Ist mir doch egal, besser Protein. Hab ich doch gesagt, in der Kamera. Genau das habe ich gesagt in der Kamera gerade. Genau das habe ich gesagt. Ja, und? Ja, ich hab doch nicht gemerkt, dass du das kaufst, oder? Ich hab nur gesagt, zu den Leuten habe ich das gesagt, zu den Leuten. Du olle Zicke. Du olle Sippe. Wenn jemand keinen Magerquark mag, dann 6,9 Gramm Eiweiß. Wenn man keinen Magerquark mag, dann hol dir Quark, den man mag. Ja, gibt's. Manche mögen die Konsistenz nicht. Ich mag das auch nicht so gerne. Aber mit Whey, Protein von Sinop, Butter mit Zitrone, das ist doch geisteskrank Shit. Ja, aber die Konsistenz von, da musst du immer richtig viel Milch mischen. Wasser, Baby. Milch. Wollen wir machen Wasser. Ja, so, Limited Edition Milchreis. Hol mal zwei, ich will auch probieren. Aha. Sie probieren. Und das tun wir auch noch mit. Nee, das glaube ich nicht. Das probiere ich auch mal. Kakao? Ist ja okay, das muss ich auch probieren. Nummer zwei. Ich glaube, das schmeckt lecker. Ohne Zucker, Leute. Oh, die haben als Kind immer so heftig gesuchtet, Mann. Fuck. Das ist geil. Oh ja, Mann, auf jeden Fall dieser Pudding mit diesen Keksen, ne? Nein. Ich meine diese komischen Stücke da, die in den Mund so knispern, ne? Sieht das schön aus, Leute. Ist das alles voller Fleisch hier. Boah. Hä? Kannst du auch übertreiben. Wieso ist das Fleisch hier wunderschön? Ich vertreib doch nicht. Ich finde auch nur Fleisch einfach wunderschön. Hey, was mitnehmen wir jetzt noch nicht? Was? Ja, hier irgendwas belegt, Belag. Belag. Ja, hab ich doch gesagt, ich bin verfolgt davon. Echt Schoko? Ja, ich probier erstmal das andere, was du erstmal zu Hause hast, ob du sowas magst, dann kannst du mal was anderes probieren. Vielleicht ist ja sowas nicht daneben. So. Eier, Eier, wir brauchen Eier. Das esse ich gleich, ey. Ei mit Gemüse und Fleisch. Sie macht den Tomatencheck. Welche Tomaten sind am besten? Sie hat das Auge. Ich muss noch mal mehr dazu holen für einen Trick später. Na, was ist denn die beste Aubergine? Ich hätte fast Zucchini gesagt. Also, das nehmen wir. Noch nie gegessen Aubergine, ey. Sind das diese Obstsorten da, die man auf dem Grill tut auch und so? Kann man, ja. Du machst jetzt gerade den Aubergine-Test, oder was? Ich fühle einfach nur welche nicht so matschig aus. So kleiner. Die sind auch kleiner als die andere. Ja, aber ich brauche auch nicht so viel. Ach so. Ja, sehe ich auch so. Ich wusste ganz genau, dass du genau die nimmst. Du hast ganz grüne Bananen. Du hast ganz grüne Bananen. Dann nur mal bitte trotzdem die grünsten. Warum? Die hier sehen grün aus. Da kommt wieder der Fechteraner aus hier raus. Alkohol. Alkohol. Ich weiß. Aber Fechteraner ist immer heftig unterwegs. Dann Lille. Ja, aber. Lille. So, mal damals jetzt für nicht Lille entschieden, sondern für Wodka, die wir noch zu Hause stehen haben. Ich ja nehmen, aber. Ah, findest du ja nicht.
Also ich will Wodka würde ich auf jeden Fall mit Tomatensaft trinken, mit Bio-Tomatensaft. Das gerne Tipp von Rombilecki, hat er gesagt. Also du willst eine Flasche Wodka mit einer Flasche Orangensaft? Ja, reicht doch. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Mhm. Mischung muss ja gleich bleiben, Verhältnis. 50-50 Mischung. Ja, von 80 auf 60. Ja, ich glaube, lohnt sich für uns. Ey, guck mal hier. Noch hier, voll viel mit Geschmack und so noch holen dazu. Die keine Kalorien haben. Hätten wir auch nicht so viel Wasser kaufen müssen. So, egal, einmal noch Wasser kaufen, dann nie wieder. Da ich immer viel esse, da muss ich natürlich auch viel scheißen. Und bei uns ist immer oft Papier einfach so leer, Mann. Diesmal kaufen wir einfach komplett auf Lager, weil wer viel isst, wie gesagt, der scheißt auch viel. Die strenge Mama, du brauchst nur so eine Brille. Alter. Hier mal zwei mit. Ja, zwei erstmal für mich mit. Zwei. Das soll ich haben, ist ja ekelhaft. Das ist das will ich haben. Berry. Das will ich haben. Dann will ich das haben. Zwei. Boah, das kostet 4,90 €. 4,90 €, ja, wie alle Ben & Jerry's Sorten, maybe. Das wissen wir mittlerweile schon lange. So geil schmeckt das nicht, ne? Nee, aber wegen keine Kalorien und Volumen. Gemüse wird nicht geholt. Mein Favorite von Costa, Gemüse von Asia Curry. No Product Placement. Kaufen wir so, wir haben keine Kooperation mit denen. Ja, sieht man ja, wir sind ja auch bei Einkaufen. Ja, aber man kann die auch einfach nehmen und dann hat man einen Kassenbon für Costa. Wie bei das Eis da, Halo Top. Was nehme ich denn noch? Was nehme ich denn noch? Das habe ich irgendwas mit Fisch, Alter. Ja. Fisch und Sahnesoße. Ja. Das schmeckt gut, ey. Burger King, was geht? Esse ich nie wieder. Ich bin jetzt nur wegen ihr hier. Ich will nur Milchshake. Ich weiß, ich sag ja, wir sind nur wegen dir hier. Du willst keinen Milchshake? Nein. Ich will mir hier nichts mehr. Ich hab da echt Angst vor Burger King, Mann. Einmal Lebensmittelvergiftung, immer Lebensmittelvergiftung hier. Da hab ich keinen Bock. Na, Madame, dann bestell mal. Wieso, das ist das Ding doch. Ja. Schon vor. Red einfach. Herzlich willkommen bei Burger King. Ehre, hab ich schon noch ein Oreo-Milchshake, bitte. Einmal. Mittler oder Gras? Mittel. Das wär's? Das wär's, ja. Melina versteht sich. So, Leute, sieht jetzt aus. Alles hier am Start. Gut, dass wir einen Fahrstuhl haben. Und gleich direkt aus unserer Haustür rauskommen. Yeah, Party! Du bist gecuttet! Baby! LOL! Scheiße! Moin, guys! Ich wollte erst kochen, aber wollte nicht, dass ich koche. Lustig, tralalala! Bei des Nikolaus Abend da! Und wie das heißt. Leute! Jeden Monat kriege ich so 15, 20 Kilo geliefert von Planet Meat. Spart mit Rico 10%, schreibe ich mal, packe in die Beschreibung rein. Mega gut. Tata und Buten, gehacktes, also ist schon gehackt alles, ihr wisst. Hähnchen, die sterben. So, das ist jetzt hier das Healthy Endprodukt, was Malia Sixpack für uns gekocht hat. So, Freunde, ich hoffe, dieser Einkauf hat euch gefallen. Daumen nach oben geben, Freunde, wenn ihr weitere Ideen habt, immer gerne in die Kommentare schreiben. Und bis nächstes Video. Peace.